Willkommen zurück zu Leben. So, wir laufen jetzt mal nach Hause. Ich war vorhin ein bisschen am Rumgucken. Ich habe jetzt auch mal die Shader reingemacht. Sieht gar nicht so... Doch, sieht eigentlich scheiße aus bei dem Unwetter. Ich weiß gar nicht, wer das so mag. Aber egal, ich lass die mal kurz drin. Ich habe ja meinen geilen Skin. Oh, der leuchtet. Ah ja, klar, weil er verzaubert ist. Oh mein Gott. Dim, dim, dim. Oh. Oh, die Sonne kommt. Oh. Der Regen hört auf. Er fängt an zu brennen. Bam. Und was droppt er? Nur Gehirne. Schade. So. Rasen wir zurück. Ah, das Wasser sieht immer noch obergeil aus, finde ich. Richtig schön. So. Oh. Und ich weiß immer noch nicht, wann ich Leute reinholen könnte. Deswegen geduldet euch. Schreibt nicht in die Kommentare, ob ihr reinkommt oder auf Texturio. Auf Texturio kommen mittlerweile so viele Bewerbungen rein über das Kontaktformular. Ich kann euch sagen, die Leute, die sich darüber bewerben, die kommen auf keinen Fall rein, weil hat ja so da am Ende nichts zu tun. Da ist zwar die Map drauf und so ein Kram. Wenn ich weiß, was das ist, guck mal in die Videobeschreibung, da ist der Link. Der Link, genauso wie zu der DB Army und meinem Skin. Hä, warum ist denn die Tür auf? Schauen wir mal. Oh, zwei Bücher sind weg, das heißt, wir haben zwei Aufträge wahrscheinlich. Das Feuer ist aus, lol. Boah, Alter, so krass ist das Soundpaket. Wir waren hier drin. Aber genau, das Steak war schon länger weg. Es sieht aus, als ob hier jemand rumgeschnüffelt hat. Der Creeper? Nein. Hier spawnen so viele Monster, ne? Also wenn ihr wisst, wer hier drin war, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Black Carpet. Ich mach jetzt einfach mal sauber hier. Oh! Wollte schon sagen, hier kommt Licht rein. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, wer hier geschnüffelt hat, schreibt es mir in die Kommentare. Guck mal bei den anderen rum. Aber warum geht die Tür denn nicht mehr zu? Bleibt zumindest auf. Ich glaube, die Tür ist kaputt. Und hier war auch vorher ein Gehirn drin. Und kein Knochen. Scheint, als wäre er nach unten gelaufen. kann man voll die Spur verfolgen. Ach, guck mal, hier war er auch drin. Hier ist meine Kabelzahnmaschine. Ich guck mal, ob ich das in der nächsten Folge vielleicht hinkriege. Oh ja, stimmt, der hat ja gefehlt. Da ist das erste Loch, was runterführt. Oh mein Gott. Ich muss ja mal gucken, da wäre ich letztes Mal fast einfach reingefallen. Ich glaube im Stream. Hört nur Lava, blub, blub. Ah genau, der Stall ist jetzt hier. Leider ohne Tier, guck mal drauf. Ich habe den jetzt so gebaut. Nicht zu auffällig, mit ein paar Bäumchen daneben und das Pferd hat einigermaßen Platz. Und kann aber auch nicht weg. Boah, man hört hier nur Skelette die ganze Zeit, ne? Und Zombies und sowas. Guck mal, im Lager war er auch. Warte, hier mache ich auch mal den Shader aus. Hier stört der Shader. Komisch, man sieht direkt mehr. Pack den Teppich mal hier rein und den Mob-Drop einfach mal hier zu. Aber ich bin gespannt. Normalerweise müssten wir ja Aufträge jetzt haben, wenn zwei Bücher fehlen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die Bürgermeister war das auch schon rum. Ich weiß noch nicht, ob ich das sagen kann, wer gewonnen hat. Ich sag's mal lieber nicht. Ach, lol. Okay, ich glaube, jetzt ist die Tür zu. Zumindest eine neue Redstone-Fackel. Genau, hier ist German Let's Play, Wahl, Dienstleister Anacrank, Auftragskiller bei Takaishi. Okay, gehen wir mal die Post durch. Ein kleines Werbegeschenk des angehenden Bürgermeisters German Let's Play. Ich würde mich über deine Stimme freuen. Ein Werbegeschenk. Bestechung ist das hier. Auftragskiller. Hallo, lieber Debi. Ich möchte mich hiermit bei Ihnen als Auftragskiller-Assistenten bewerben. Ich besitze das beste Equip, das man haben kann. Außerdem bin ich ein Meister im Fallenbauen. Nachdem ich gehört habe, dass Sie demnächst den Job als Auftragskiller anfangen, dachte ich, Sie brauchen Unterstützung. Ich würde mich über eine Antwort in Form eines Briefes freuen. Mit freundlichen Grüßen,
Takaishi. Könnte man eventuell mit reinbringen, die dunkle Bruderschaft. Dann wären wir schon mal zu dritt. Glaube ich. Dienstleistung Endercrank, die hatten wir, glaube ich, schon. Da soll man halt einfach sagen, wenn er was farmen soll. Jetzt gucken wir mal hier rein. Lol. Wir haben die nächste Bewerbung von Toot. Und die hat einfach nur leere Bücher reingeworfen mit Cobblestone. Haha. Sehr geehrter Lord Debitor, nun, da die dunkle Bruderschaft ihre Arbeit aufnimmt, dachte ich mir, dass ich mich hiermit bewerbe. Ich bin dem Künsten des Töten und Fallenbaus bestens ausgestattet und brenne nur darauf, diese legal nutzen zu können. Naja, legal ist es vielleicht nicht. Ich hoffe, die dunkle Bruderschaft nimmt mich in ihren engsten Kreisen auf oder Kreise auf eine gute und dunkle Zusammenarbeit. Viele Grüße, Toot Adventures. Okay, das wäre dann der dritte im Bunde. Und diese Bücher, manchmal wären da oben. Ich muss das mal mehr verkünden hier. Also wir müssen auf jeden Fall mal mehr Werbung machen für diesen Dienst. Gut, die Tür funktioniert wieder, aber wer hat denn hier rumgeschnüffelt? Ist ja schon merkwürdig. Deswegen, wenn ihr Ideen habt, wer das war, in die Kommentare. Das ist nur ein Raw Beef. Ich habe übrigens auch meinen Turm da oben umgebaut. Ich habe ja den schiefen Turm so weggehackt. Und habe jetzt sowas dahin gebaut. Natürlich noch nicht fertig. Okay, das waren die Kühe, aber nimm schon mal Gestalt an. Da soll jetzt quasi noch ein Stück nach oben gezogen werden. Vielleicht oben eine Lampe drauf oder ein Feuer oder so. Schauen wir mal. So, wo sind wir denn hier? Da ist das. Öffnen wir die Tür. Gute Frage. Aber normalerweise bräuchten wir noch einen dunklen Bruderschaft. Raum, also wo die Leute rein könnten und vielleicht nochmal so einen Prüfungsraum, wo die Leute Prüfungen machen müssen. Das wäre auf jeden Fall nice. Und ich würde sagen, von meinem Haus vielleicht so eine Geheimtür dahin und aus der Kanalisation auch nochmal so einen Weg rein. Vielleicht sollten wir uns mal der Kanalisation widmen. Gerade jetzt, wo das hier interessanter wird, weil ich muss mein Haus unbedingt absichern, wenn hier schon Leute rumschnüffeln. Dann stimmt hier was nicht. Aber ich sehe gerade. Ich brauche auf jeden Fall nochmal Rohstoffe, Redstone und so einen ganzen Kram. Nichts da, ist ja der Hammer. Nee, ist ja der Hammer. Stone. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz runter. Können uns auch fast schon Tränke brauen. Obwohl, soll ich ein Pferd holen? Nein. Vielleicht finde ich jetzt ein schwarzes Pferd. Vielleicht ist das Pferd auch weggelaufen, weil ich mir kein schwarzes Pferd geholt habe. Einfach als Bestrafung oder so. Kann ja sein. Hui. So. Ist ja nur eines der vielen Wege hier runter. Nur leider ist die noch nicht noch weiter ausgebaut worden, ist sie noch nicht. Da habe ich ein bisschen gegraben, um zu gucken, was da ist. Man könnte rein theoretisch aus der Kanalisation in verschiedene Häuser rein. So. Oh, ich sehe schon Unbreaking Efficiency. Also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drauf. Ich würde sagen, dass wir den Eingang ein bisschen weiter hinten machen, oder? Weil hier könnte man dann so den geheimen Ort machen. Vielleicht macht man hier auch die ein oder andere Prüfung rein. Vielleicht drei Räume, drei Prüfungen. Da sollte man aber dann die anderen beiden zur Hilfe mitnehmen. Weil das wäre auf jeden Fall förderlich. Oh oh, ich glaube, meine Pickaxe ist gleich kaputt. Gut, vergessen wir das mit dem Ausbau heute. Genau, ich wollte mir ein neues Pferd holen. Allerdings werde ich wahrscheinlich, jetzt habe ich nichts mit für das Pferd, aber ich gucke mir erstmal die Welt an, weil Problem war immer, das war immer so eine Flat World, super scheiße. Nicht Flat World, sondern Wasserwelt. Eine Wasser-Flat World. Oh mein Gott. Oh, genau, ich wollte schon immer den Hebel da runter drücken. Oh, dein Ernst. Das ist immer so eine Welt. Voll ätzend, aber ich glaube, wenn wir es mal genau sehen, offizielle Regelwand, steht nichts mehr mit Mobfallen, oder? Demnach dürfte ich mir eine Mobfalle bauen. Das echte schwarze Brett. Ne, da bin ich ja schon drauf.
Okay, schade. Gut. Ich würde sagen, die Folge wird heute gar nicht so lang. Ich habe zwei Leute für die Dunkle Bruderschaft schon am Start. Dann weiß ich ungefähr, wo ich das geheime Aufnahmezentrum hinbauen möchte. Geheim vor allen Dingen, jetzt weiß das jeder. Dann hat jemand in meinem Haus rumgeschnüffelt, da seid ihr gefragt. Und meine Pickaxe ist bald kaputt und ich brauche neue. Deswegen würde ich sagen, auch wenn der Part so kurz ist, wenn er euch gefallen hat, Daumen hoch, ansonsten Daumen runter und bis zum nächsten Part von Minecraft Leben.